Ja, das gibt es. Soll vorbedingt. Auf jeden Fall sind da Busse aus Rostock, aus Frankfurt oder aus Leipzig, aus Dresden, alle nach Stuttgart. Es waren also 16.000 Zuschauer. Weltmeisterschaftskampf gegen Boda, zu dem sie bis heute Kontakt haben. Boda gegen Schulz und Eichhagen hat Liste. Nee, das war der Zander. Das war Kobi Zander. Auch wieder der Kerl gut. Am Eingang haben die Sponsoren von Masken so kleine Probefläschchen Listerin. Naja, dann, die waren besoffen, die feierten eigentlich schon Axels Sieg, der ja nicht zustande kam, weil eben die Punktrichter auf Seite von Don King war. Bruder war ein Kingfighter. Und nach der Urteilsverkündung flogen dann diese Fläschchen. Und das war dann schon gefährlich. Peter Altorf, damals Security von uns, der hatte Schirme dann aufgespannt. Die Stuttgarter Polizei hat total versagt. Das habe ich dann, hatte ich dann hier das nächste Mal hier Sicherheitsmeeting in Dortmund für den Maskenkampf. Und da habe ich das gesagt. Und der Dortmunder Polizeichef damals, der wollte die Stuttgarter verteidigen. Ich sage, pass auf, verteidigen Sie. Ihr seid besser. Die Stuttgarter sind lahmarschig. Wie geht das? Da habe ich ja meine Frau dann kennengelernt. Die Mutter meiner Tochter, die rief mich dann, ja, die Polizei war im Büro von der Halle mit 6 Mann. Da fing das schon mal an. Da sagte der Alexia, meine spätere Frau, sagte es mir, du musst mal da die Polizei besichtigen. Ich bin zur Polizei, das war in der Pause. Ja, wir haben hier einen Anruf, dass wenn Botha und Schulz einmarschieren, eine Bombe platzt. Was machen wir denn für den Polizeiboss, der da zuständig war? So, Sie fragen mich, Sie sind doch die Polizei, oder wie sehe ich das hier an? Ja, sagen, machen Sie einen Vorschlag. Ich den Peter Altorf reingeholt, sag mal, alle Türen zu. Und du gehst, ich hatte ja das damals seit dem Seelischkampf, wo das Messer da, die Seelisch, die beim Tennis da ein Messer war, habe ich ja immer abtasten lassen wegen Waffen und so weiter. Du gehst jetzt mit allen Detektoren, die du hast, durch alle Dings, aber machst alle Türen zu, schließt ab, lässt keinen rein und raus. Einfach. Hat er gemacht, nichts gewesen, das war so. Dann habe ich das Trainingslager von unserem Boxer ins selbe Hotel gemacht. Weil der wollte ja in Spanien fahren, einen Rechtsausleger. Dann hat der Charles Buhr Spanien gemacht mit Markus Bayer. Und während des Spaniens guckt der Sven Hottke schön brav zu. So, dann war es eben so, Hottke hatte seinen Kampf gegen William Klein aus Holland, den hat er gewonnen. Und dann war eben 4 Monate später angesetzt Charles Buhr gegen Sven Hottke. Was ein ganz toller Kampf war. In Amerika hat Buhr gewonnen, in Deutschland hat Hottke gewonnen. Aber es war eng, aber man kann es akzeptieren, muss ich ehrlich sagen. Dann war das Problem, dass wir kein Hotel in Düsseldorf kriegten wegen Messe. So wohnten die Jungs hier bei unserem Freund Ludwig, der ist in Erfurt, im SAS. Letztes Jahr, der ist Rentner jetzt. Ja. Das ist 65 geworden. Ja? Auch schon so. Ein Jahr. Wir werden da auf jeden Fall hat er hier in Dortmund gewohnt, beim Ludwig, und fragte natürlich nach Schweinsbad. Den schicke ich natürlich unsere. Und dann haben die jeden Tag berichtet, wie der trainiert hat. Und dann hatten wir das Video in Düsseldorf. Und dann kommt der Trainer an, der das dann kapiert hatte. Das dauerte bei dem ein bisschen länger, ist eben Amerikaner. Kam zu mir und sagte, du bist der schlimmste Amateur, der mir je begegnet ist. Weißt du was? Ich habe das als Kompliment aufgefasst. Ja. Ja. Kannst schnell laufen? Ja, klar. So. Trinkfest?